Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unsere neuesten Features und Verbesserungen in der Performer Suite interessieren und dass Sie heute hier dabei sind. Mein Name ist Alexander Ludwig und ich möchte Ihnen heute präsentieren, was es so für neue Features in der Version 23.1 der Performer Suite gibt. Auch diesmal bedanken wir uns natürlich bei Ihnen und bei allen unseren Kunden für den tollen Input, den Sie uns gegeben haben, in Form von Verbesserungsvorschlägen oder Feature-Requests, Bug-Meldungen und so weiter. Auch diesmal haben wir einiges davon einfließen lassen in die neue Version. Gut, verlieren wir keine Zeit und starten mit dem Webinar. Zunächst einmal ein paar obligatorische Informationen, nämlich wir haben Ihnen vor einigen Wochen eine Mail gesendet, eine Release-Mail, wo Sie wie gewohnt Zugriff haben auf die neueste Version 23.1. Und zudem finden Sie dort auch die ganzen Hinweise, sprich, dass Sie ein Backup von Ihrer Datenbank machen müssen, um Datenverluste zu vermeiden, dass die Mindestversion 22.1 sein muss, dass eine neue Lizenz nicht notwendig ist. Und gleichzeitig haben wir dort auch einen Link zu unserem neuen Bluetelligence-Portal Ihnen zur Verfügung gestellt. Okay. Starten wir mal mit dem Kundenportal, mit dem Bluetelligence-Portal, das ich Ihnen zeigen möchte. Erstmal, warum haben wir so ein Portal erstellt? Nun, uns ist wichtig, dass wir den Self-Service-Aspekt etwas stärken. Das heißt, häufig kommen Fragen auf, was ist eigentlich lizenziert, wie sieht mein Vertrag aus, können Sie mir die neueste Software-Version zusenden oder auch Fragen zu irgendwelchen Tutorials oder spannenden Links. Und wir haben uns gedacht, wir möchten einfach, dass Sie unabhängig von unserer Antwortzeit einfach immer in der Lage sind, selbst auf diese Informationen zuzugreifen. Heißt, Sie haben die Möglichkeit, sich anzumelden im Portal. Das mache ich mal ganz kurz testweise, damit wir uns das mal kurz anschauen. So, anmelden können Sie sich einfach mit Ihrer E-Mail-Adresse und können ein Passwort definieren. Dann sind Sie im Kundenportal, im Bluetelligence-Portal. Und hier sehen Sie genau die Aspekte, die ich vorhin angesprochen habe. Wir sehen also hier erstmal Infos zu der Lizenz, also welche Produkte lizenziert sind. Ist der Doku Performer lizenziert, System Scout, Translation Steward, wie lange ist der Migration Booster lizenziert, wenn diese Produkte eingesetzt werden? Und auch solche Dinge wie welche Konnektoren lizenziert sind, wie zum Beispiel hier BW, BW4HANA, SAC ist nicht lizenziert und so weiter. Zudem finden Sie Infos zum Vertrag, ebenfalls hier zu sehen. Und Sie können jederzeit die Performer Suite Version herunterladen. Das heißt, das neueste Setup wird hier nochmal extra gehighlightet und hier sehen Sie auch die vorherigen Versionen, auf die Sie dann zugreifen können. Und last but not least, wie erwähnt, hier in diesem Reiter gibt es auch den Punkt Know-how. Hier haben Sie Zugriff auf das User Manual, finden spannende Links zu Tutorials, zum Helpdesk und allgemein zu weiteren Infos und so weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen im Bluetelligence-Portal und ja, Sie können uns gerne Feedback geben. Und genau, das erstmal zum Bluetelligence-Portal. Fangen wir jetzt an mit den Verbesserungen bezüglich der Performer Suite. Und ich würde gerne starten mit dem System Scout. Und starten möchte ich vor allem auch mit der wahrscheinlich ja, beliebtesten Funktion im System Scout, nämlich mit dem Datenfluss. Diese Funktion sollten Sie alle kennen, wenn Sie schon mit dem System Scout gearbeitet haben, die Möglichkeit, Datenflüsse zu visualisieren. Und wir springen dafür direkt mal in die Performer Suite rein. Hier habe ich, was ich jetzt schon hier gemacht habe, ich war in dem SAC-Connector unterwegs und habe mir den Datenfluss anzeigen lassen von einer SAC-Story. Und wir sehen hier schon direkt, dass wir an der Stelle nur, in Anführungszeichen, nur die Datenquelle dieses Models anzeigen. Wir sehen also, der Datenfluss geht hier bis zur Query und dann brechen wir auch schon ab. Wenn ich also weitere Informationen haben möchte zum Datenfluss der Query, dann müsste ich hier draufklicken auf Display Data Flow und dann würde die Performer Suite im neuen Tab den Datenfluss von der Query mir anzeigen lassen. Also sprich der Composite Provider, die Part Provider und so weiter. Und wenn ich jetzt hier beispielsweise sage, ach, hier ist ja auch noch ein Calculation View drin, dann müsste ich an der Stelle auf Display Data Flow klicken und mir den Datenfluss von dem Calculation View anzeigen und so weiter und so fort. Wird hier noch zugegriffen auf irgendein BW-Objekt, auf eine Tabelle von einem BW-Objekt, dann müsste ich hier wiederum den Klick machen und mir den Datenfluss von dem BW-Objekt anzeigen. Ich denke mal, es ist klar, was ich damit sagen möchte. Wenn Sie wirklich einen Deep Dive machen möchten, dann müssten Sie von Tab zu Tab springen.
Und die häufigste Frage und Anforderung war in diesem Kontext, ist es möglich, diese ganze Information, die wir verteilt auf mehreren Tabs sehen, in einer Ansicht zu sehen? Und das ist ab der neuesten Version auch wirklich möglich. Ich kann hier draufklicken auf Show Complete Data Flow Below. Und was die Performance Suite dann macht, ist, sie analysiert alle Objekte unterhalb dieser Query. Und jedes Objekt, das mit der Datenflussanalyse analysiert werden kann, wird auch analysiert und der Datenfluss wird angezeigt. Das heißt, wir haben gleich wirklich einen sehr vollumfängliches Bild von dem gesamten Datenmodell. Schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Das heißt, das war unser Startpunkt zur Orientierung. Wir sehen hier die Query, wir sehen hier, der Composite Provider wird jetzt mit angezeigt. Wir sehen hier die verschiedenen Part Provider, die jetzt mit angezeigt werden. Der BW-Datenfluss ist hier zu sehen. Wir sehen auch hier an der Stelle ERP-Quelltabellen oder auch ERP-Extraktoren würden wir mit anzeigen. Heißt auch, der S4-Part wird jetzt mit angezeigt. Und wir sehen auch, dass der HANA-Datenfluss ebenfalls mit angezeigt wird. Und der ein oder andere denkt jetzt wahrscheinlich, ja, das ist ja bei dem Datenfluss schon sehr unübersichtlich. Bei mir wird es wahrscheinlich noch schlimmer aussehen, noch unübersichtlicher. Und da haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können entweder sagen, Sie exkludieren einfach ein paar Knotenpunkte, um die Übersichtlichkeit etwas zu verbessern und damit Sie sich einen gewissen Part anschauen können vom Datenfluss. Oder aber, die charmantere Lösung in meinen Augen, Sie gehen in den Tree View. Denn im Tree View wird das Ganze ebenfalls sehr schön angezeigt und übersichtlich in so einer Baumstruktur. Hier sehen wir also, dass die SRC-Story auf diesem Model basiert. Das Model wiederum konsumiert diese Query aus dem BW-System. Diese Query basiert auf diesem Composite-Provider. Das sind die Part-Provider dieses Composite-Providers. Es handelt sich um ein Mix-Szenario. Deswegen sehen wir auch noch hier ein Calculation-View. Und dann könnte ich einfach hier diesen ADSO ausklappen und würde auch hier wieder die ganzen Strang dieses ADSOs sehen, bis runter zur Data Source, bis runter zu den ERP-Quelltabellen in dem Fall. Selbes gilt natürlich auch für den Calculation View. Genau, das heißt, Sie haben wirklich die Möglichkeit, sich ein holistisches Bild einzuholen von Ihrem Datenmodell, ein ganzheitlich und systemübergreifendes Bild, wie Ihr Datenmodell aufgebaut ist. Ein wichtiger Punkt an der Stelle, wir können natürlich nur die Objekte anzeigen, die wir auch synchronisiert haben. Und Objekte synchronisieren kann man nur dann, wenn die Konnektoren auch lizenziert sind. Also HANA-Objekte im Datenfluss werden nur angezeigt, wenn auch der HANA-Konnektor lizenziert und auch wirklich synchronisiert wurde. Aber hier auch der Hinweis, Sie können jederzeit auch auf uns zukommen, wenn Sie einfach mal Konnektoren testen möchten, damit Sie auch wirklich die Vorteile dieser Funktion auch nochmal sich selbst anschauen können. Okay, das heißt, das ist die erste Funktion, die wir jetzt hier gesehen haben. Das ist diese Show Complete Data Flow Funktion. Vielleicht nochmal ganz kurz, falls es zu schnell war. Das hier ist der Knopf Show Complete Data Flow Below. Wichtig auch an der Stelle zu sagen, dass Sie die ganzen Mappings pflegen zwischen den verschiedenen Systemen, die Sie dann hier finden. Maintain Source System Mappings und HANA Schema Mappings. Die Verbindung zwischen BW und SAC, zwischen BW und S4 und BW und HANA und so weiter. Muss man der Performance Suite mitgeben. Okay. Kommen wir nun zur nächsten Funktion und die beschäftigt sich mit Transporten. Dafür springe ich auch sofort wieder in die Performer Suite und wechsle jetzt in das BW-System. Klicken wir mal kurz hier drauf. Die Funktion, über die ich sprechen möchte, findet sich dann hier unter System Scout, System Comparison. Und die Funktion, die gibt es schon sehr, sehr lange. Neu ist die Tatsache, dass Sie jetzt auch hier Transporte auswählen können. Das heißt, ich wähle jetzt mal so einen Transport aus, habe ein Current System, das ist mein A4H-System. Sagen wir einfach mal, das ist mein Produktivsystem. Und ich verbinde mich jetzt oder ich wähle als Vergleichssystem mein B2-System aus und das ist jetzt einfach mal mein Testsystem in diesem Use Case. Ich klicke hier drauf. Und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, wir möchten wissen, welche Transporte im Testsystem quasi stecken geblieben sind. Welche Transporte sind bis ins Produktivsystem gekommen und welche sind im Testsystem auf der Strecke geblieben? Und genau das können wir jetzt nachschauen, indem wir hier in unserem fiktiven Testsystem B2 sehen, okay, diese Transporte kommen nur in meinem Testsystem vor, nicht aber in meinem Produktivsystem. Das sind die Transporte, die nur in meinem Produktivsystem vorkommen und das sind die Transporte, die in beiden Systemen vorkommen. Das ist also quasi die Schnittmenge. Und diese Möglichkeit haben Sie jetzt durch diese Erweiterung dieser Funktion.
Und seit der letzten Version haben Sie auch die Möglichkeit, Transporte auf Compare Items zu klicken und noch Transporte zu vergleichen und auch den Aufbau und die Objekte, die dem Transport zugewiesen wurden, sich nochmal anzeigen zu lassen. Gut, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Funktion. Hier geht es direkt um zwei Funktionen, die wir erweitert und verbessert haben. Die erste Funktion ist Data Loads and Usages. Und auch hier würde ich in die Performer Suite zurückspringen und anschließend hier auf die Funktion klicken. Für diejenigen, die die Funktion noch nicht kennen, man kann sich einen Überblick über sowas wie Datenvolumen, über die Beladung und die Nutzung von Infoprovidern, Prozessketten und Queries verschaffen. Und hier an der Stelle interessiere ich mich einfach für die Queries. Heißt, ich wähle einfach mal eine bestimmte Query aus und analysiere sie. Und was ich jetzt hier sehe, ist hier in der letzten Spalte eine Information darüber, wie oft die Query ausgeführt wurde. Und wir sehen, dass diese Query in den letzten 849 Tagen 33 Mal ausgeführt wurde. Und gerade wenn man sehr alte SAP-Systeme, sehr alte BW-Systeme hat, dann möchte man vielleicht nicht wissen, wie oft die Query innerhalb dieses gesamten Lebensraums oder des gesamten Lebenszyklus dieses BW-Systems ausgeführt wurde, sondern man möchte vielleicht wissen, wie oft sie in einem gewissen Zeitraum ausgeführt wurde. Und was man hier machen kann, ist, man kann eine Einschränkung festlegen. Man kann sagen, ich möchte hier draufklicken und sagen, wie oft wurde die Query eigentlich in diesem Jahr ausgeführt? Heißt vom 01.01.23 bis zum heutigen Tag. Da klicke ich einfach mal drauf und starte die Analyse und dann sehen wir, dass in diesen 123 Tagen des Jahres 2023, dass die Query 6-mal ausgeführt wurde. Diese Funktion ist vor allem interessant, wenn der statistische Content, wenn der technische Content nicht aktiviert wurde, weil man sich das Ganze dann hier in dieser Funktion ausgeben kann. Genau, eine weitere Verbesserung, die wir umgesetzt haben, ist beim Constant Value Scan. Hier ist es so, dass wenn man Merkmalausprägungen in Query-Elementen hat, die innerhalb eines Intervalls liegen, dass wir die vorher nicht angezeigt haben. Was heißt das genau? Wenn wir jetzt einfach mal hier nach einer bestimmten Ausprägung suchen, dann würden wir hier sehen, dass wir einen Filter haben, nämlich einen Intervall von B801 bis B810. Und ein Kunde hat den Wunsch geäußert, dass wir auch die Werte zwischen diesem Intervall ebenfalls berücksichtigen. Und das können wir jetzt auch mit der neuen Version. Das heißt, wenn ich einfach mal ein Intervall oder einen Wert eingebe, der innerhalb dieses Intervalls liegt, nämlich B803, und diese Checkbox aktiviere, dann werden diese Werte ebenfalls berücksichtigt. Heißt, wir sehen jetzt, okay, in dieser Query wird eben so ein Intervall genutzt als Filter und hier, der liegt genau zwischen 801 und 810. Heißt, man kann jetzt noch bessere Ergebnisse bekommen, man hat noch mehr Möglichkeiten, gerade wenn man mit solchen Intervallen arbeitet, das System zu durchsuchen. Verbessert wurde auch die Funktion Metrics of Usage. Da kann ich auch mal kurz draufklicken für diejenigen, die Funktion nicht kennen. Ich habe hier die Möglichkeit, mir einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Elemente von einem Composite Provider in Queries verwendet werden. Welche Elemente, damit meine ich, welche Merkmale, welche Kennzahlen, Variablen und so weiter. Und vor allem auch, wie oft sie verwendet werden und in welcher Form. Und diese Funktion konnte ich immer nur für ein Objekt ausführen. Das hat sich jetzt geändert. Das heißt, ich kann jetzt wirklich eine Massenanalyse durchführen. Ich kann mehrere Composite Provider auswählen und auf der rechten Seite werden mir alle Queries angezeigt, die auf diesem Composite Provider basieren. Und wenn ich dann die ganzen Queries auswähle, dann kann ich diese Funktion, wie bereits gesagt, für mehrere Objekte gleichzeitig ausführen und sehe dann gleich eine Excel mit mehreren Sheets, in denen die verschiedenen Composite Provider analysiert werden und die Inhalte dargestellt werden. Das können wir uns einmal ganz kurz anschauen, wie das Ganze aussieht. Auch für diejenigen, die die Funktion noch nie gesehen haben. Heißt, öffnen das mal kurz. So. Heißt, wir sehen jetzt auf der linken Seite die eben erwähnten Elemente und die Merkmale und die Kennzahlen und so weiter von dem Composite Provider, den wir gerade analysiert haben.
Die sehen wir auf der linken Seite. Wir sehen auch die Kennzahlen. Wir sehen die Calculated Key Figures, die Restricted Key Figures. Und auf der rechten Seite sehen wir die ganzen Queries, die auf diesem Composite Provider basieren. Und wir sehen beispielsweise, dass hier Batch Number einmal verwendet wird von dieser Query in den Rows. Und bei den Merkmalen sehen wir auch, wie oft sie verwendet werden. Hier beispielsweise zweimal von einer Query und so weiter und so fort. Das heißt, man kann sich einen guten Überblick verschaffen, welche Info-Objects, welche Objekte sind wirklich relevant, welche Objekte werden häufig genutzt oder gar nicht verwendet. Gerade wenn man vielleicht den Composite Provider etwas reduzieren will, kann man diese Funktion gut nutzen. Und diese Funktion, die Erweiterung, ist jetzt die Tatsache, dass ich halt hier eben mehrere Objekte gleichzeitig analysieren kann und die Ergebnisse in dieser Excel landen. Okay, dann springen wir mal zurück in die Präsentation und kommen jetzt auch tatsächlich schon zum Doku-Performer. Das heißt, wir haben uns jetzt die Verbesserung der Analyse-Features angeschaut. Jetzt können wir uns mal die Verbesserung von den Dokumentations-Features anschauen. Da gibt es auch ein paar, auf die ich eingehen möchte. Zunächst einmal die Möglichkeit, externe Files hinzuzufügen zu den Szenarien. Auch da habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht, das ich Ihnen zeigen möchte. Ich öffne erneut die Performer Suite und gehe jetzt mal einfach in die Szenarien rein. Um hier auch alle nochmal kurz abzuholen, diejenigen, die Szenarien noch nie gehört haben. Mit den Szenarien hat man die Möglichkeit, gewisse Objekte, die in einem Zusammenhang stehen, in einem Szenario zu gruppieren. Und wenn dann das Szenario dokumentiert wird, dann werden alle Objekte, die Teil des Szenarios sind, ebenfalls dokumentiert. Heißt, man nutzt diese Szenarien üblicherweise für Datenmodelle oder Change Requests oder in Use Cases, wo man eben zusammenhängende Objekte hat und mehrere Objekte gleichzeitig dokumentieren möchte. Und ich habe die Möglichkeit, ja hier eine Struktur aufzubauen. Ich kann hier verschiedene Strukturelemente einbauen. Und jetzt ist ein neues Strukturelement hinzugekommen, nämlich File. Und dieses File erlaubt mir, dieses Strukturelement erlaubt mir, weitere formatunabhängige oder beziehungsweise unabhängig von dem Format Daten anzuhängen. Das heißt, gehen wir jetzt einfach davon aus, ich habe eine Excel und in dieser Excel habe ich alle Transporte definiert, die relevant sind im Kontext meines Datenmodells Procurement Data Model. Und das ist jetzt hier auch mein Procurement Data Model Dokumentation, die ich gerade aufbaue. Und ich möchte unbedingt, dass dieses Excel-File ebenfalls Berücksichtigung findet. Und dann kann ich ganz einfach hier auf Upload File klicken. Kann dann diese Transportliste hier einfach auswählen und dann laden wir diese ausgewählte Datei in unsere Datenbank. Und wenn ich dann sage Export-Szenario, dann wird dieses File abgelegt in den gleichen Ordner, wo wir auch das Szenario-File ablegen. Und es wird eine Verlinkung eingebaut zu diesem File. Das heißt, wir integrieren nicht die Inhalte dieses Files in das Dokument, sondern wir verlinken einfach nur dieses Dokument und machen es im Endeffekt verfügbar und zugreifbar. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe das Szenario vorab schon dokumentiert. Wir können also hier mal durchscrollen und dann sehen wir hier eben dieses Transport List, dieses Strukturelement, das ich hinzugefügt habe. Und wir sehen hier, dass dieses Excel-File verlinkt wurde. Ich kann einfach mal hier draufklicken, kann auf hier zulassen klicken und dann öffnet sich jetzt das Excel-File, weil es eben genau neben dem im gleichen Ordner liegt wie das exportierte Szenario-File. Und wir sehen hier, jetzt habe ich ein paar Infos zu Transporten, die ich unbedingt ebenfalls noch berücksichtigen möchte in meiner Dokumentation. Diese Funktion ist jetzt neu hinzugekommen. Genau, dann machen wir mal weiter. Der Setcard-Designer. Wir haben jetzt vorhin gesehen, dass man mit den Szenarien eine sehr schöne Möglichkeit hat, um die Word-Dokumentation zu customizen, um ganz genau festzulegen, wie soll der Aufbau sein, welche Objekte möchte ich berücksichtigen. Und wir bieten ja für Queries einen Setcard-Designer an. Das bedeutet, man kann sich, wie man auf der rechten Seite schön sieht, eine Schablone zusammenbauen, ein Template. Und ganz genau festlegen, welche Elemente, welche Einstellungen von einer Query wir in der Excel-Dokumentation sehen möchten. Und diese Setcard, vielleicht nochmal ganz kurz, falls noch nicht gesehen, findet man unter Administration, Dokumentation,
Query Set Card Designer. Und hier kann man eben so eine Set Card sich zusammenbauen und man kann hier diese verschiedenen Kategorien, die in einer Query so vorkommen, kann man auswählen. Und neu hinzugekommen ist, sind die Zelldefinitionen. Das heißt, ich kann die Zelldefinition ebenfalls auswählen, kann gewisse Properties dieser Zelldefinition ebenfalls einfach hier reinziehen. Und wenn ich das Ganze dann dokumentiere, dann wird diese Schablone, wird dieses Template und diese Tabelle, die ich hier aufbaue, ausgefüllt mit den Werten der dokumentierten Query. Heißt, im Endeffekt sieht das Ganze dann als Ergebnis so aus, dass ich dann hier die Zelldefinition habe und gleichzeitig auch diese Spalten, die ich reingezogen habe mit Description, Position, Formula und so weiter und so fort. Wir haben auch den BO-Connector etwas verbessert, eine Einstellung hinzugefügt. Haben wir Feedback bekommen von unseren Kunden, dass wir bei der Dokumentation von Lumira-Berichten immer alle Applikationen des Lumira-Berichts berücksichtigen und mitdokumentieren. Und gleichzeitig ist ja häufig nur die Default-Applikation wirklich relevant und die anderen Applikationen eher nicht so. Und deswegen gibt es jetzt eine neue Einstellung. Das heißt, wenn man in die Settings geht, kann man auf Business Objects gehen hier, dann auf Lumira und kann hier einstellen, dass wirklich nur die Default-Applications berücksichtigt werden sollen, sodass dann die Dokumentation etwas schlanker wird und auch im Endeffekt vielleicht ein bisschen übersichtlicher, weil einfach gewisse Informationen nicht berücksichtigt werden, die nicht relevant sind. Zudem haben wir auch die SAC-Dokumentation etwas verbessert. Wir haben die Pages integriert. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Story dokumentieren oder eine Analytic Application, dann finden Sie die Pages dieser Objekte in der Dokumentation und gleichzeitig haben wir auch diese systemübergreifenden Informationen, das heißt, was genau die Datenquelle ist, das haben wir ebenfalls noch etwas optimiert und hinzugefügt, das heißt, jetzt sehen wir das Objekt und die Beschreibung, die ebenfalls angezeigt wird. Also sobald die SAC-API erweitert wird von der SAP, versuchen wir auch, das Ganze wiederzuspiegeln und auch zu integrieren in die Performance Suite, damit der Connector noch weiter ausgebaut ist und noch wertvoller wird. Ein paar weitere Improvements, auf die ich noch eingehen möchte. Zunächst einmal der Punkt, dass wir jetzt auch SAC Insights dokumentieren. Hier der Hinweis, unabhängig davon, ob Sie die Insights mit dem klassischen Data Analyzer erstellen in der SAC oder mit dem neuen, wir synchronisieren die Objekte und auch da können Sie die Objekte dokumentieren. Sie können sich den Datenfluss anzeigen lassen, so wie Sie es vorhin gesehen haben bei der Story. Das ist jetzt möglich für die SAC Insights. Und gleichzeitig besteht auch die Möglichkeit, mehr oder die Transportsynchronisation etwas zu verfeinern. Das heißt, wir haben anfangs eigentlich nur einen bestimmten Transporttyp synchronisiert und haben sehr viele ausgeblendet, damit die Datenbank nicht mit zu vielen Transporttypen vollgeladen wird. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, wirklich ganz, ganz granular zu bestimmen, welche Transporttypen möchte ich denn synchronisieren, indem Sie hier einfach auf diesen Filter klicken und dann die jeweiligen Typen auswählen. Genau, das war so ein kleiner Überblick über das, was neu hinzugekommen ist. Wir haben eine Auflistung aller Neuerungen in unserem User Manual. Sie können also einfach in unser User Manual gehen und dann auf die What's New Seite klicken. Dort sind auch die verschiedenen neuen Funktionen auch nochmal aufgelistet und verlinkt. Wir haben hier auch einen Changelog. Das heißt, hier wird nochmal ganz genau beschrieben, was neu hinzugekommen ist. Ich habe Ihnen natürlich nur einen Bruchteil dessen gezeigt, was wir alles umgesetzt haben. Da können Sie sich nochmal ein bisschen schlau machen, wenn Sie denn möchten. Und genau, das dazu. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Roadmap. Wir arbeiten jetzt intensiv daran, auch die Datasphere zu unterstützen. Heißt, hier wollen wir auf jeden Fall die relevanten Objekttypen unterstützen, wie beispielsweise Views, Tabellen, Access Controls, Intelligent Lookups. Glücklicherweise bietet die API von der SAP auch wirklich sehr, sehr viele Informationen. Und wir haben die Möglichkeit, sehr viele Informationen zu sehr viele Objekttypen zu synchronisieren, die ich gerade erwähnt habe, und auch wirklich viele Informationen, also den Aufbau von diesen Objekten auch mit zu synchronisieren. Und ich denke mal, das werden wir auch schon in 23.2 in der nächsten Version, da werden wir schon was zeigen können. Zudem werden wir auch eine neue API von der SAC nutzen, um auch Planning Models zu
synchronisieren und hier auch wirklich den Aufbau der Planning Models mit synchronisieren zu können. Und wir arbeiten natürlich ongoing immer an Feature Requests, Verbesserungen von existierenden Funktionen. Wir werden die Where-Use-Analyse verbessern, den Code-Scan, Constant-Value-Scan und so weiter. Also diese Funktion bauen wir auch immer mehr aus und versuchen vor allem auch diesen systemübergreifenden Aspekt weiter darzustellen in unserem Tool. Ich habe jetzt über die Performance Suite gesprochen und die Performance Suite, an der arbeiten wir intensiv, aber wir haben noch andere Projekte, an denen wir arbeiten und über die möchte ich ganz kurz noch sprechen. Denn wir arbeiten jetzt seit gut 15 Jahren mit SAP-Metadaten, wo die SAP-Metadaten zu finden sind, wie wir sie extrahieren können, wie wir sie interpretieren können, damit wir wirklich Wissen generieren können. Und die Performance Suite bietet vor allem für sehr technisch visierte Nutzer einen Mehrwert, weil sie genau diese Informationen dann darstellen kann in einer sehr guten Art und Weise. Aber gleichzeitig merken wir immer wieder, dass auch andere Zielgruppen Interesse daran haben, diese SAP-Metadaten zu sehen. Das heißt beispielsweise Business-User, Endanwender möchten ebenfalls wissen, wie eine Kennzahl beispielsweise definiert ist oder was die Quellen sind, woher genau die Daten kommen, wie die Fortschreibung vielleicht aussehen und so weiter und so fort. Und dieser Zielgruppe möchten wir ebenfalls was anbieten und deswegen haben wir schon seit einiger Zeit noch zwei weitere Produkte, die Sie vielleicht interessieren könnten und auf die ich ganz kurz noch eingehen möchte in der letzten Minute. Einmal das Enterprise Glossary, eine Web-Applikation, ein Data Catalog mit einem sehr starken Fokus auf SAP-Metadaten. Im Endeffekt sieht das Ganze so aus, dass wir auch hier die SAP-Metadaten synchronisieren, aber natürlich nicht so detailliert wie in der Performance Suite, sondern nur die Infos, die auch für die jeweilige Zielgruppe relevant ist. Ich kann auf das Objekt klicken, ich kann weitere Informationen, fachliche Informationen hinterlegen, kann Verwendung prüfen, SAC, BO und so weiter, kann mir Kennzahlen anschauen, kann das Ganze auch auflösen, sodass beispielsweise ein Business-User sehr schnell an die Informationen kommen kann, die für ihn relevant sind. Und auch hier werden wir Versionierung einbauen und so weiter. Und wir haben gleichzeitig auch noch eine Metadata-API, das heißt, wenn Sie gerade auf der Suche sind nach einem Data Catalog oder bereits schon einen Data Catalog haben, dann haben wir mit der API, können wir Ihnen eine Möglichkeit bieten, dass Sie diese spannenden Informationen aus der Performance Suite bezüglich der SAP-Metadaten, die Datenflüsse, das Data Lineage auf Feldebene und so weiter und so fort, dass Sie das Ganze ebenfalls in Ihr Data Catalog integrieren können. Das macht die Metadata-API, die das Ganze extrahiert in ein konsumierbares XML-File und das Ganze hier beispielsweise einer unserer Partner, der das integriert hat, DataSpot, das kann man sich dann so anzeigen lassen sich den Datenfluss in so einem Data-Catalog beispielsweise anzeigen lassen. Genau, also falls das Ganze spannend klingen sollte, können Sie uns gerne kontaktieren. Ich wollte das Ganze nur ganz kurz anreißen, möchte nicht ins Detail gehen. Sie können uns gerne kontaktieren, falls das interessant klingt. Wir können Ihnen das Ganze in der Websession zeigen. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn wir mit Ihnen gemeinsam ein POC umsetzen können, falls Sie sowieso gerade eine ähnliche Problematik haben im Metadatenmanagement-Bereich und auf der Suche sind, dann können Sie uns gerne kontaktieren. Wir liefern den Part, den Sie in der Performance Suite kennen, die Informationen, dann im Endeffekt auch in Ihr Data Catalog. Gut, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Die Aufzeichnung bekommen Sie dann später und wir laden das Ganze auf YouTube hoch. Ich denke mal, es wird morgen passieren. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich an unseren Helpdesk wenden. Und ja, wenn Sie irgendwas testen möchten, kontaktieren Sie uns, Produkte oder auch gesehene Konnektoren einfach anschreiben. Wir melden uns dann bei Ihnen. Sie können alles 30 Tage testen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, haben Sie einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.